Einen schönen guten Tag, ein neues Video von Management Wissen Online. Ich habe einen Artikel in der Managerseminare gelesen, der mir in großen Teilen sehr gefallen hat. Es geht um das allseits bekannte Thema Haltung bzw. Einstellung. Und dieser Beitrag stammt von einem Sprachtrainer, was ich ganz interessant finde, eben nicht von einem typischen Kommunikations- oder Rhetoriktrainer. Der Artikel heißt Haltung hilft. Und der Autor ist Michael Rossiel. Und die Grundaussage dieses Artikels ist, dass es viel wichtiger ist, mit einer bestimmten Einstellung in eine schwierige Gesprächssituation zu gehen, also in eine Moderation einer Gruppe, in eine Teambesprechung oder auch in ein schwieriges Gespräch mit einem Kollegen oder mit mehreren Kollegen, wie auch immer. Also nicht bestimmte antrainierte Verhaltensweisen, Tricks aus der Tasche zu ziehen zu können, je nachdem, was da passiert, sondern sich zu überlegen, mit welcher Einstellung gehe ich eigentlich in diese Situation hinein. Und dann, wenn ich mit dieser Einstellung tatsächlich, wenn die authentisch ist, dann wahrscheinlich viel erfolgreicher bin, als wenn ich mit einem ganzen Arsenal an Instrumenten und Tools ausgestattet bin. Und ich würde gerne eine kleine Reihe von Videos daraus machen und starte heute mit dem Thema Einstellung oder Haltung zur Schlagfertigkeit. Schlagfertigkeit oder schlagfertig zu sein, ist ja sicher etwas, was viele von uns ganz gerne sein würden. Also mit der Idee, wenn mir dann jemand krumm kommt, dann habe ich die passende Antwort, wie aus der Pistole geschossen, kann ich dem kontern und den so mundtot machen oder zumindest für einen Augenblick außer Gefecht setzen, sodass ich die Lacher auf meiner Seite habe, eher ein bisschen dumm aus der Wäsche guckt und ein bisschen blamiert dasteht. Also mich in dem Moment gegenüber dieser Person zu behaupten. Mag zwar ganz gut so sein für das eigene Selbstbewusstsein, mag sich zur Genugtuung führen, aber jedem ist ja klar auf Dauer, wenn ich versuche, über Schlagfertigkeit mich zu behaupten, dass ich damit ja keine Freunde mache. Also die Frage, will ich überhaupt schlagfertig sein? Ist das eine sinnvolle Geschichte und muss ich sowas überhaupt trainieren? Und an einem Beispiel oder an einer typischen Empfehlungen, die solche Bücher, die es ja zuhauf gibt oder auch Trainer, die geben, ist das Thema Zeit gewinnen. Also ein Tipp, den man immer wieder bekommt, ist ja, wenn Sie nicht mal weiter wissen, wenn Sie also eine Frage gestellt bekommen, die Sie nicht sofort beantworten können, versuchen Sie erstmal Zeit zu gewinnen. Da gibt es so vier Varianten. Die eine Variante lautet, stellen Sie mal eine Gegenfrage. In dem Moment also, wo derjenige mir sagt, so, sind Sie sicher, dass das so stimmt, kann ich ja antworten, wieso? Haben Sie da andere Informationen? Und dann muss der wieder reden und sich Gedanken machen, während ich mir überlegen kann, was ich jetzt mit dieser Frage anfange. Tipp Nummer zwei wäre, die Frage einfach zu wiederholen. Ja, also indem man in aller Ruhe nochmal wiederholt, Ihnen geht es also darum zu wissen, ob das verlässliche Daten sind. So. Und damit habe ich auch wieder Zeit gewonnen. Tipp Nummer drei ist die Frage einfach, wenn ich in der Gruppe bin, einfach weiterzureichen und zu sagen, kann jemand von den anderen was dazu sagen? Beliebtes Mittel, kriegen wir als Moderatoren ja auch an die Hand gegeben. Und Trick Nummer vier ist, den Fragenden zu loben. Also zum Beispiel, das ist eine sehr gute Frage oder die Frage ist völlig berechtigt. Kennen Sie bestimmt gut aus so Interviews mit Politikern oder Managern, die vermutlich alle beim selben Trainer oder in dieselbe Schule gegangen sind. Die einfache Alternative lautet, gehen Sie doch mit der Haltung rein, schlagfertig will ich gar nicht sein, ich brauche keine Schlagfertigkeit. Wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann sage ich einfach, da brauche ich einen Augenblick Bedenkzeit, lassen Sie sich mal kurz nachdenken. Man könnte es ja noch vorschieben, zu sagen, da erwischen Sie mich jetzt auf dem falschen Fuß oder die Frage überrascht mich, lassen Sie mich mal einen Augenblick nachdenken. Beides wäre ja authentisch. Ich werde tatsächlich überrascht, ich werde auf dem falschen Fuß erwischt und ich möchte erst mal nachdenken, bevor ich antworte. Warum soll ich da irgendwie einen Trick dazwischen schieben? Jetzt könnten Sie sagen, was macht denn das für einen Eindruck, wenn ich an mehreren Stellen oder häufiger sagen muss, ich werde auf dem falschen Fuß erwischt, dann doch lieber sich irgendwie rauswinden. Ist die Frage, was wirkt auf Sie sympathischer, ehrlicher, vielleicht auch überzeugender? Derjenige, der ständig mich lobt, dass ich eine tolle Frage gestellt habe, aber dann nicht auf die Antwort kommt? Oder derjenige, der zugibt, da tatsächlich in dem Moment keine Antwort drauf zu haben?
Wäre eine Überlegung wert. Wir sehen uns wieder beim nächsten Video zum Thema Haltung.